würde, aber solche soll es tatsächlich geben. Also, ich habe festgestellt, dass meine Handykamera von dem Samsung, was ich damals hatte, besser war als meine Filmkamera. Ja, gut, aber das ist ja dann nochmal ein Unterschied zu einer 400-Euro-Kamera, die halt wirklich wirkliches Profimaterial ist. Und das sind jetzt noch die, wo man als Amateur rankommt. Ja. Da kann man sich ja auch... Ja, ja, die Fotomafia. Ja, ja. Kann man sich ja auch blöd zahlen mit den Profi-Dingern. Das ist schön, du kannst noch so viel zahlen. Wenn du nicht weißt, wie du den ganzen Scheiß einstellen musst, dann bringt dir das überhaupt nichts. Kauf dir 3000 Euro Spiegelreflex, stellt nur auf Auto. Ja. Hin und her und hoch und runter Tor. Wobei das ganz ehrlich gar nicht so wichtig ist mit dem ganzen Einstellen. Wir hatten in der, als ich noch Mediengestalter gemacht habe, hatten wir so eine teure Spiegelreflexkamera. Mhm. Und mit den Standardeinstellungen hat man da perfekte Bilder eigentlich schon. Der Witz ist die Beleuchtung, soweit ich weiß. Ja, ja, klar. Ja, deswegen stellst du ja deine ISO-Zahl dann ein und das. Ja. Ne, vor allen Dingen, welche Beleuchtung vorhanden ist. Ja, beziehungsweise, da wir sowieso halt, wie gesagt, Mediengestalterfirma waren, haben wir danach die Bilder sowieso in Photoshop nochmal nachgebessert. Ja. Also ein richtiger Fotograf kann das, was wir dann im Photoshop nachher machen, alles natürlich direkt an der Kamera machen, aber... Und oder im Real Life, wenn er das, die Beleuchtung richtig einstellt, wenn er diese Softboxen und so Shit hat. Ja. Aber wenn du danach sowieso nochmal mit einem Programm rangehst, ja, dann reicht die Standardeinstellungen. Ja, hier, die, mit denen ich in Barcelona war, die sind ja auch so mediengestaltermäßig und die hatten dafür das Produkt, was wir da hatten, auch mit dem Handy schnell Fotos gemacht und die sind so geil geworden. Ja. Das ist halt der Witz, die Leute bezahlen dafür so Logos 1000 Euro oder was? Und dann wird es 5 Minuten mal schnell über Paint gekotzt. Oder wenn sie gut sind, über Photoshop. Wow. Ja, im Nachhinein auch eine echt blöde Aktion von mir gewesen. Was? Also von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus. Ich habe der einen für 50 Euro das komplette Ladenkonzept gemacht. Ja. Ne, die Farben, die Schriftart, die Logo. Achtung, Replay. Die Flyer. Für die Website, so die ganzen Banner und den Scheiß. Ja, der Witz ist halt, du weißt, was das für eine Arbeit ist. Nicht, du bist ja kein Wirtschaftslehrling. Ja, ich war eine halbe Stunde für das ganze Zeug unterwegs, ja, und dachte schon, 50 Euro, Alter, das kannst du jetzt nicht verlangen. Ja, andere Firmen machen eine halbe Stunde Arbeit, dann rufen sie ab und zu beim Kunden an, hier ist gerade voll stressig, hier ist gerade voll stressig. Und dann spielen sie weiter Ping-Pong oder so. Und dann 2 Wochen später, ja, das war knapp, aber wir haben es noch geschafft. So, jetzt hier, 50.000 Euro. Ja. Wenn der Kunde dann vorbeikommt, haben sie den im zweiten Tab nochmal eine unfertige Version offen. Ja, deswegen jeden Zwischenschritt speichern. Ja. Ja, vor allem, das kann halt jeder selber. Ja. Verstehst du? Ich habe das auch nicht in der Arbeit gelernt. Ich habe mir das selber beigebracht mit Internet-Tutorials. Ja. Da gibt es ja kostenlos allen möglichen Scheiß. Ja, es ist halt, der Gag ist ja nicht, dass den Leuten, den Leuten wird einfach nicht beigebracht, wo sie Informationen herbekommen. Google, gib mal ein Photoshop-Tutorial. Ja, nee, aber der Gag ist... 3 Jahre Mediengestalter-Ausbildung gespart. Aber in den Köpfen der Leute ist, das ist ja umsonst, das kann nicht so gut sein. Wenn ich nichts dafür bezahle, ist es nichts wert. Das ist das Ding. Weil,
wenn du sowas rausgibst, dann musst du dafür Geld verlangen, sonst wollen die Leute es nicht haben. Ja, genau wie das Zentangle, ey. Ja. Da ultra viel Geld ausgeben, damit du ein Zentangle-Trainer wirst, sonst darfst du den Leuten nicht erzählen, dass sie einen Stift und Papier nehmen sollen und einfach mal scribbeln. Nein, nein, du sagst ihnen hier, das ist ein Muster, das sind Kreise, die malst du jetzt da rein. Das ist jetzt kein Scheiß, so gehen diese Dinger tatsächlich los. Ich meine, ich finde dieses Entangle geil und meinetwegen ja, sind diese Bücher auch ganz nett, um auf Ideen zu kommen, wie in welche Form man das bringen kann. Aber da so ein Terz drum zu machen, das ist Blödsinn. Das macht jeder Mensch, der ein Telefon, also der telefoniert und ein Papier und einen Stift in der Nähe hat, der fängt das Zentangeln an. Weißt du, wie das entstanden ist? Das war eine Künstlerin und ein Mönch. Ja, Mönche, die machen das ja seit Jahren. Ja, ne, aber der in hat gesehen, Gärten. Dass die Künstlerin da so in der Zone war, in Meditation, und hat festgestellt, oh, das ist gut, da machen wir was drauf. Das war kein sonderlich guter Mönch. Ja, aber das machen die Mönche doch seit Jahren, ihre Zen-Gärten. Das ist doch nichts anderes, halt bloß auf Papier. Ja. Und auf Papier gibt's ja auch. Das machen die Schwertmeister aber. Mit dem Riesenpinsel. Zwar Schriftzeichen, aber im Prinzip ist es ja auch nichts anderes. Das, wie heißt das? Irgendwas mit Kalligrafie. Kalligrafie, genau. Ah, da hatte mein Vater so eine richtig geile Kalligrafiefeder. Also so ein Füllfederhalter. Ja. Und ich hatte damals keine gute Handschrift, aber mit diesem Ding konnte ich nicht hässlich schreiben. Und ich habe es wirklich probiert. Einer der Gründe, wieso ich wieder mir einen Füller angeschafft habe. Na, mit einem normalen Füller konnte ich schlecht schreiben, aber mit einem Kalligrafie-Füllfederhalter kannst du nicht schlecht schreiben. Also, aber allein, wenn man mal guckt, mit dem Kugelschreiber und dann mit dem Füller. Ja, das ist natürlich nochmal ein Unterschied, ganz klarer Fall. Aber mit halt, das war so einer mit so einer breiten Spitze, da sah es halt aus wie in diesen altdeutschen Büchern. Und ich habe nur ganz normal geschrieben. Das war schon immer sehr faszinierend. Würde ich sagen, nach dem Match ist dann auch wieder gut. Ja. Weil ich gleich dann auch los muss. Ach so, schön, wie das war. Siehst du ja. Mal. Ich schau, was ich dann mache. Blödsinn wahrscheinlich, wie immer. Alter, ich hab Blödsinn gehört. Ja, es war Blödsinn. Ein Boost! Sehr gut! Rein damit! Sauber! Er hat geholfen. Ja, ich hab's gesehen. Aber du hast auch keinen Boost gehabt, du bist nur mit dem Sprung sauber. Den hast du jetzt wirklich drauf. Ja. Es ist halt so ein nützliches Tool. Sehr gut. Ha, war gar nicht unten. Läuft. Huch. Sauber. Verdammt, wie war es jetzt? Ha? Hätte ich von Freddy gestern ein neues Video hochgeladen mit Musik, 20-minütig, auf einen Fan. Okay. Und da waren halt wieder so viele von Fersengold, von allen möglichen Mittelalterliedern von Hegenberg, alles mögliche eigentlich durch. Ah ja. Ich weiß, für Freddy ist das halt so der Trash-Kanal und er macht die nur für die Leute eigentlich, die da waren, lädt er die hoch, aber... Das sind halt sehr gute Musikvideos, so mit Schnitte. Moment, wieso darf der Musik hochladen? Weil es selbst gesungen ist. Ach so.
Und auch nur Ausschnitte, nicht die kompletten Songs. Wie selbst gesungen. Freddy singt selber. Teilweise. What the fuck? Nicht gut, er singt. Ach so. So, dann war's das wieder für heute. Jo. Die Lied wurde genug gerockt. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream, wenn ihr mögt. Genau. Und dann bis denn dann. Jo, tschö, bitte.